Schule der magischen Tiere Teil 2. Und ich bin der Direktor Siegmann und mein Name ist Justus von Donani. Wie würdest du deine Rolle beschreiben? Der ist so ein bisschen altbacken und nicht sehr modern, muss man sagen. Der hat so seine Vorstellung, wie das alles sein soll und setzt sich damit aber am Ende möglicherweise nicht ganz durch, was vielleicht auch in Ordnung ist. Hattest du auch einen strengen Schulleiter? Ich war auf ganz vielen Schulen, weil ich in verschiedenen Bundesländern in der Schule war und da waren auch Strenge dabei, aber nicht so viele. Aber ein, zwei Strenge hatte ich auch, ja. Welche Eigenschaften von Herrn Siegmann hast du auch? Ich glaube, der hat auch immer ganz gerne was Leckeres gegessen. So sieht er doch aus, oder? Das geht mir auch so. Du bist ja ziemlich hoch aus dem Fenster gefallen. Oh, ja. Wie hast du es geschafft, unverletzt zu bleiben? Da helfen die einem Gott sei Dank ganz besonders gut. Ein Teil wird geschummelt, dann fällt man nicht von ganz oben. Und das letzte Stück hilft einem eine Matte, die drunter gelegt wird. War das deine schwierigste Szene? Nee, meistens sind das eigentlich sehr lustige und spannende Szenen, wo man Spaß haben kann. Ich weiß jetzt gar nicht, welches die schwierigste war, aber es gibt immer wieder Sachen, wo man auf einmal merkt, oh, da muss man ja besser aufpassen, als man gedacht hat. Bei welcher Szene beim Dreh musstest du am meisten lachen? Am meisten lachen? Ja, welche Szene? Ich fand eigentlich immer so die Szenen im Hof, die draußen stattgefunden haben. Die fand ich lustig und ganz das Ende, wenn da alle ihre Theatervorführung machen. Findest du schade, dass Herr Siegmann das Geheimnis der magischen Tiere nicht kennt und deshalb keins hat? Nee, das finde ich nicht schade. Ich finde das spannend für die Bücher und ich finde es auch spannend für die Filme, dass er das nicht kennt. Welches magisches Tier hättest du gerne und warum? Jetzt im Moment ein magisches Tier? Ach, so ein Schlaumeier, vielleicht eine Uhu. Die sollen doch so klug sein. War es komisch, mit anzusehen, wie die Kinder während den Aufnahmen mit der Luft geredet haben? Ja, das ist immer wieder seltsam. Manchmal muss man auch irgendwo in die Luft gucken. Dann kriegt man Gott sei Dank irgendwo so eine kleine Marke hingeklebt und soll dann da spielen, weil man eigentlich irgendwie was nicht original angucken darf. Hast du ein Lieblingskuscheltier zu Hause und sprichst du mit ihm? Das ist lange her, nein. Ich hatte früher eine Lieblingsdecke. So eine Kuscheldecke hatte ich als Kind, aber kein Lieblingstier. Könntest du zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen der Südpolshow auf 92,4 grüßen? Und zwar mit deinem Namen, deiner Rolle und dem Filmtitel. Ja, ich grüße euch alle. Justus von Donani spricht hier. Ich habe mitgespielt in Die Schule der magischen Tiere Teil 2. Und meine Rolle ist Direktor Siegmann. Vielen Dank für das Interview. Danke euch auch.